Und zwar ging es dann um dieses berühmte Video, wo man dann ganz kurz die Bug-Raketenbatterie sieht, wie sie auf einem Volvo-Truck, der jetzt angeblich auch identifiziert wurde von dem eigentlichen Besitzer oder der britischen Presse, wo diese Raketenbatterie abtransportiert wurde. Man sah nicht sonderlich viel von der Umgebung in dem Video. Nichtsdestotrotz. Nichtsdestotrotz. War ein Werbeplakat zu erkennen. Wir zeigen Ihnen das gerade auch gleich. Das heißt, falls Sie jetzt nur zuhören, rate ich Ihnen, bewegen Sie sich vor den Bildschirm, schauen Sie genau hin. Also hier haben wir das berühmte Video, das Sie nochmal kurz gesehen haben. Achten Sie hier in dem Bildbereich auf diese große Werbetafel. Das war dann der Stein des Anstoßes. Also, ukrainische Sicherheitskräfte, also Spione, hätten das eben gedreht im Separatistengebiet und das Video ging dann um die Welt in der gesamten Presse. Die russischen Medien waren natürlich sehr, sehr wütend darüber und starteten sofort ihre Kampagne. Also das gesamte Internet wurde überflutet, vor allem die Blogs und Foren. Alles wurde überflutet mit Leugnungen, dass es sich nicht um eine Gegend handelt in dem Video. In der Nähe des Absturzortes, sondern es handele sich um eine Gegend weit, weit im ukrainischen Gebiet. Der Stein des Anstoßes war dieses Werbeplakat hier. Hier sehen Sie die digitale Variante, die auch im Netz eben, also die Anzeige, die geschalten wird. Und zwar diese Bogdan Auto Dealership, also diese Niederlassung. Um die geht es hier, also die ist eben auch zu sehen, das praktisch das fast identische Plakat ist zu sehen auf dem Video mit der Rakete und die ganzen Pro-Putin-Blogger und diese ganze Propagandamaschinerie sagte dann, naja, aber der Showroom, also der Showroom von diesem Autohändler, von dieser Niederlassung, der ist doch ganz woanders in der Ukraine und man hat dann den Ort auch genannt. Dort befindet sich tatsächlich eine Niederlassung, allerdings ist das bei weitem nicht die einzige. Es gibt nämlich eine ganz in der Nähe von dem Absturzort bzw. Abschussort von Flug MH17. Also ist das schon mal, wie gesagt, kein Argument für die russische Seite, um zu behaupten, das Video sei fake, das sei woanders aufgenommen worden. Das sei ja gar nicht wirklich, wirklich echt. Dann haben sich viele Leute im Netz hier zusammengetan. Das ist hier die Website interpretermag.com. Also viele Leute haben hier zusammengeholfen und haben dann Fotos gemacht, beziehungsweise Fotos aus ihrer eigenen, also Leute aus der Gegend haben Fotos dann gezeigt. Und man konnte hier tatsächlich genau zusammensetzen, an welcher Stelle das aufgenommen wurde. Also hier ist zum Beispiel so eine Collage mit Fotos. Da kann man dann eben erkennen, hier ist genau diese Stelle. Hier bei einem älteren Foto war ein anderes Plakat, aber man sieht dann hier die Bäume, die Lampen, das ist alles identisch. Auch Fotos von völlig anderen Perspektiven zeigen exakt das, was man erwarten konnte. Es passt also alles zusammen. Auch Google Maps zeigt, es ist tatsächlich diese Stelle. Also hier hat man es nochmal. Hier sind diese Plakatwände. Hier ist dann dieses Bug-Raketensystem vorbeigegurkt. Und finden die ganzen Infos auf interpretermag.com. Da gibt es dann noch einiges mehr. Also es gibt noch mehr Infos. Die Russen haben dann behauptet, oh, die ganzen ukrainischen Angaben waren gefälscht und gefaked und so weiter. Hier geht es nochmal um dieses Bug-Video. Also die Russen und ihre ganzen Propaganda-Mitläufer, Mundstücke sagen dann, das wurde aufgenommen in Krasnoarmeisk und so weiter, unter Angabe dieser Auto-Dealership. Dann gibt es hier noch sehr viele interessante Informationen, Übersetzungen von den Internet-Postings des Chefs der Separatisten der Rebellen, Igor Strelkov. Das ist auch so ein Fake-Name. Er ja bis 2013 noch tätig als russischer Agent, hat auch Erfahrungen im Tschetschenienkampf, im Tschetschenienkrieg. Natürlich ist er der Frontmann für Putin und für Russland im Osten der Ukraine.
völlig illegaler Krieg, der hier geführt wird. Und hier wird halt eben dann das alles schön auseinandergenommen, was die Russen dann hier unter großem Geschrei dann versucht haben zu leugnen. Also diese Webpostings seien nicht echt, das sei nicht sein Account gewesen und so weiter. In Wirklichkeit ist das alles sehr, sehr gut dokumentiert. Sie können das hier nachvollziehen. Als sogenannten Strelkov-Dispatches, wo man dann auf V-Kontakte, diesem russischen Netz, Social Network oder auch auf Facebook, da wurde das Ganze immer wieder gepostet. Und das war dann offiziell von dieser Gruppe. Das war keine Fangruppe. Trotzdem sagen die Putinistas bis heute, oh, die Ukrainer bzw. der Westen hat auch keinerlei Beweise außer Social Media Postings. Nun, es gibt sehr viele Beweise. Die Putinistas sind inzwischen schon wahrnehmungsgestört.